Folge 88 war leider nicht so gut, aber jetzt wird's richtig gut. 89 ist ein Winner. I feel it in my fingers. I feel it in my toes. Let's go. Damit wird er niemals rechnen. E4 und Karo kann. Schon wieder Probleme, ne? Wir sehen die Probleme. Das sind eigentlich die einzigen Felder, die mir bleiben, oder? Moment, warte mal, die ist ja gefesselt. Geil. Und Gade gibt sich geschlagen. Kurz und schmerzvoll, wie wir es lieben hier. Bau nach E4, Bau nach C5, die sizilianische Verteidigung. Da hat Gade noch seine Probleme mit, wie an dieser Stelle stets erwähnt, der Westzug ist springender F3. Entwickelt eine Figur, bringt uns der Rochade näher und bereitet vor, wenn man das Zentrum besetzen will, dann hier vielleicht mit dem Springer zurückzuschlagen, dann die Dame so früh ins Spiel zu bringen, ist keine gute Idee. Bau nach D4, C schlägt D, stand auch schon mehrfach zur Debatte in diesem Match. Es gibt Freunde hier des Mora-Gambits mit Bau nach C3, was nicht besonders gut ist. Westzug ist wahrscheinlich immer noch Springer F3, das hat ein Match auch schon einmal. Dann nach E5 darf man ihn nicht schlagen, wegen Dame A5 Schach. Und Dame schlägt D4 hatten wir jetzt schon 3-4 Mal. Ich sage jedes Mal, dass es schlecht ist, weil es auch an dieser Stelle nochmal erwähnen. Bringt halt zu früh die Dame raus, die dann zum Spielball der schwarzen Figuren werden kann. So wie es auch in der Partie geschah. Springer nach C6. Hier, die Dame sollte wahrscheinlich jetzt auf das Feld D3 ausweichen, eher nicht nach C3. Von da aus
deckt sie immer an den Bauern D4, hebt den Bauern E4 und droht nicht hier gefesselt zu werden. Also Dame D3 wäre ein besserer Zug gewesen jetzt. Dame nach C3, kein schönes Feld. Spanner F6 greift den Bauern an. Noch nach D3. Bauern nach E5. Hier, ihr seht, ist der beste Zug, war nicht nur auf billige Falle gespielt. Besetztes Zentrum an D5, aber droht nebenbei eben auch, weil Dame schon so viel unterwegs war. Noch nach B4. Und das ist schon nicht mehr so leicht zu parieren. Bauer nach A3 kann machen. Kommt Bauer nach D5. Nach E schlägt D. Kriegt die Dame noch einen Tritt mit Spanner schlägt D5. Also, schon unangenehm, weil die Dame halt sich sehr früh rausgewagt hatte. Und nach Spanner F3 haben wir das Ende. Mit Schrecken. Die Tschüss-Dame-Situation. Na, E4C5, wie gesagt, Spanner F3. Da hat Schwarz mehrere Züge. E6, ey, heute ist der erste D6, Tag, wo ich überlege, das abzubrechen. Man kann auch all diese Züge D4 spielen und dann eben Springer zurückschlagen. Dann verliert man keine Zeit. Dann ist der weitere Plan, Schwarz C3, Läufer raus, kurze Rochade. Aber es gibt natürlich auch viele. Aber ich habe jetzt auch schon wieder 2 Wochen kein Schach oder so gespielt. Das merkt man tatsächlich. Es ist echt krass, wie schnell man das merkt. Wie schnell ich raus bin aus Schach, wenn ich es nicht regelmäßig spiele. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich denke wirklich gerade drüber nach, das mit der 100. Folge zu beenden. Weil es guckt sich keiner mehr an, vollkommen zu Recht. Es gibt keinen Progress, so wie ich es vorausgesagt habe. Jan ist enttäuscht und genervt, weil er auch nicht gedacht hätte, dass ich so schlecht bin. Weil er gedacht hat, er kann mir was beibringen und ich werde besser. Und er will natürlich nicht aktiv aufhören, weil es dann so ausgelegt werden könnte, als ob er aufgibt oder nicht aufgibt, aber dann ne, die Challenge nicht macht. Aber es kostet ihn Zeit, es kostet mich Zeit und es bringt einfach, ich weiß nicht, ob das, es belastet unsere Freundschaft, es belastet mich im Leben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich es noch mache. Ich habe einfach nicht die Brain Capacities mit 45, um noch, ich kann mir die Sachen einfach nicht merken. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ich habe so viel Schach gespielt, ich habe mir so viele Videos angeguckt, ich habe mir so viele Sachen durchgelesen, ich habe Quiz gemacht, ich habe alles gemacht, was man machen muss und trotzdem macht er irgendeinen Zug, den ich schon 1000 Mal gesehen habe und ich weiß, ich bin wieder gedanklich bei Null. Und das fühlt sich nicht gut an. Jedes Mal daran erinnert zu werden, scheiße, was war es denn hier nochmal? Aber ich sag's auch mal so, ich glaube, wenn ich jetzt aufhöre, dann höre ich mit Schach auf komplett. Also vielleicht noch bei Zugzwang kommentieren, aber ich glaube, dann werde ich nicht mehr weiter Schach spielen. Ich glaube, dann hänge ich Schach wirklich an den Nagel. Weil mir das ist einfach der Payoff, beziehungsweise die Zeit, die man investiert und der Payoff, den man zurückkriegt, das sind zu weit auseinander. Ja, er ist ja auch Großmeister, das weiß ich auch, aber das hat nichts damit zu tun, dass er Großmeister ist. Großmeister ist nicht die Messlatte, aber die ersten 3 Züge richtig machen, ist die Messlatte. Mir geht es nicht darum, dass ich Jan vor große Probleme stellen kann oder so. Aber ich muss doch mal die ersten 4, 5 Züge, muss ich doch mal hinkriegen. Das ist es doch. Darum geht es mir doch. Ich meine, das, was ich eben gespielt habe, wie ich die Dame da in die Schusslinie stelle, das ist einfach nicht, das ist wirklich nicht mein Anspruch. Das ist einfach nicht mein Anspruch und es ärgert mich selber. Ich meine, alleine, wie lange ich gebraucht habe, um zu sehen, dass die Dame gefesselt ist. Da hat es im Chat, haben alle schon gesagt, tschüss Dame-Situation. Da überlege ich noch, welches Feld das Beste ist für die Dame. Also das ist einfach dieses Gefühl, fuck, was war jetzt nochmal das Richtige? Das ist das, was so schmerzt. Ey. Ich kann das nicht erklären, anders als, dass das wirklich mich von innen auffrisst. Er macht einen Zug, ich mache einen Zug, er macht einen Zug und ich denke schon beim dritten Zug, scheiße. Wie war das jetzt nochmal? Was mache ich denn jetzt nochmal? Und dann ist es immer falsch. Er blutet, Ede. Nee, er hat einmal geblutet
Und danach ist er zum Super Saiyajin geworden. Das war die Chance. Ich hätte ihn da vernichten müssen. Das war das Ding. Ich habe nicht gedoubletappt. Als er geblutet hat, hätte ich ihn vernichten müssen. Weil er hat dann seine Wunde angeguckt und hat so wie Bruce Lee so an der Wunde geleckt und hat gesagt, okay, ich will nie wieder bluten. Und seitdem, ich sag's wie es ist, seitdem fickt er mich. Und ich meine, wenn man auch mal sich anguckt, wie emotionslos der dieses Spiel spielt, ja, wie der da sitzt und mich einfach tötet, einem und das andere Mal, und es zuckt nichts in seinem Gesicht. Dieser Schachpsychopath, ey. Dass der nicht mal aus Mitleid mal irgendwie einen Zug spielt, der vielleicht nicht perfekt ist. Der kann gar nicht anders, dieser Roboter. Das würde ich auch nicht wollen. Natürlich würde ich es nicht wollen, aber es wäre trotzdem menschlich. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich 80 Matches gegen Jan Quake spielen würde und jedes Mal 30-0 gewinnen würde, ob ich dann nicht mal einen Trickjump einlegen würde oder mal einen dummen Rocketjump oder mal nur mit der Needlegun spiele oder irgendwie sowas. Wisst ihr, was ich meine? Einfach fürs eigene Entertainment. Jan hat ganz oft nicht den besten Zug gespielt. Ja, fair enough. Aber der zweitbeste reicht ja dann auch schon. Oh, mein Magen, ey. Also, dass es so schlecht wird heute, habe ich auch wieder nicht gedacht. Ich muss wieder regelmäßig spielen, um überhaupt. Es ist auch eine Art von Respekt, dass er nicht nachlässt. Nein, glaub mir, das ist es nicht. Glaub mir, Jan hat keinen Respekt vor schachtechnisch vor mir. Da interpretierst du zu viel rein. Also ein Fehler, den ich auf jeden Fall mache, ist, dass ich zu viel Blitz zocke. Weil meine Geduld mittlerweile so am Ende ist. Und durch dieses Blitzzocken habe ich mir so angewöhnt, schnell zu ziehen, ohne nachzudenken. Und das mache ich dann sogar in Matches gegen Jan, was natürlich einfach dumm ist. Gut, egal. Oh, aufrichtig. Wisst ihr, was mir jetzt hilft? Ein Stück Schokolade.